Ja, Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Und ich freue mich, dass wir wie immer zu zweit sind. Neben mir ist wie immer dabei Toni Seiler. Toni, Gude. Gude, Colin, Gude da draußen. Ja, ich glaube, nach so einem Wochenende macht's richtig Spaß, einen Podcast zu machen. Vor allem, weil wir ja beide mit unserem Heimsieg richtig lagen. Und ja, lass uns das doch nochmal richtig zelebrieren jetzt hier. Ja, aber sowas von, ich würde sagen, so sehen Sieger aus. So, jetzt sind auch alle wieder in den Genuss unserer Sangeskünste gekommen. So knappe 2 Sekunden waren höchstens. Aber wir haben es so verdient. Also dieser, Toni, dieser Heimsieg, dieses 6:0, das gibt mir noch heute so ein krasses Gefühl, muss ich sagen, weil wir haben ja in der letzten Folge gesagt, oder ich war ja noch derjenige, der so ein bisschen noch mehr den Mahner gegeben hat und so ein bisschen gewarnt hat, ne, das wird ein hartes Stück Arbeit und so. Ah ja, gut, du hast gesagt, ja, wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir ja irgendwo den Anspruch haben, die Mannschaft da 3-0, 4-0, aus dem Stadion schießen zu wollen, ohne den Respekt zu verlieren. Ja, und letztendlich hast du mehr Recht als ich, was aber natürlich nicht weniger für unsere Mannschaft spricht. Weil, also, das musst du ja auch erstmal so machen. Und Toni, jetzt mal 3 Tore in 3 Minuten. Hast du das in deiner Karriere mal erlebt? Ich glaube nicht, oder? Nee, also so schnell ging es, glaube ich, nie. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Höchstens Gegentore, das vergisst man ja immer schnell, wenn man so schnell hintereinander da Tore kassiert. In Siegen haben wir zum Beispiel mal rucki zucki 3 Stück gekriegt und 4-3 verloren kurz vor Ende. Aber das waren auch keine 3 Minuten, das waren eher 5 oder 6 Minuten. Aber es tat genauso weh wie Aue natürlich auch, kann ich mir gut vorstellen. Und zu deinem Eingangssatz noch, also da habe ich das irgendwo erwartet und viele andere natürlich auch. Aber das Spiel muss auch erstmal gespielt werden und da muss man natürlich auch die Einstellung und die Herangehensweise von unserer Mannschaft natürlich in den Himmel loben. Weil besser kann man so und seriöser kann man so ein Spiel nicht angehen. Das war wirklich top. Ja, absolut. Das ist halt auch das, was Thorsten Lieberknecht ja auch immer, also predigt ist so negativ ausgedrückt, gell? Aber was er ja auch immer wieder unterstreicht, dass er von seiner Mannschaft verlangt, dass sie seriös spielen. Ich kann mich noch erinnern, war das nicht in der Hinrunde? Da hat er Philipp Tietz mal runtergenommen. Da haben wir so ein super Spiel gehabt, weiß schon gar nicht mehr gegen wen. Und da hat er ihn irgendwie mal runtergenommen, weil er ein bisschen zu viel gezaubert hat irgendwann. Ich glaube, da hat er aber auch schon 2 Tore erzielt und so. Also das ist dem schon wichtig, dieses seriös bleiben. Und was ich auch noch toll fand, ist mir erst im Nachhinein eigentlich auch mal so aufgefallen, das hat er ja im Vorfeld auch angesprochen gehabt, für den Fall, dass Aue wirklich bei uns absteigen sollte, dass wir keine Häme zeigen, also wir als Umfeld, als Verein, als Fans. Und das ist auch überhaupt nicht passiert. Und das macht mich im Nachgang, das ist mir dann auch erst nochmal bewusst geworden, auch echt stolz, weil wir waren selbst schon in der Situation, wir wissen alle, wie es ist, abzusteigen. Das ist ein unfassbar beschissenes Gefühl, auf Deutsch gesagt. Und das haben sie dann auch nicht verdient gehabt. Also das war auch klasse. Passt zu diesem Seriösen, oder? Absolut. Also ich glaube, das 6-0 hat schon genug wehgetan. Da muss man, glaube ich, jetzt nicht noch irgendwie einen Eimer Scheiße drüber auskippen. wenn man es mal auf Deutsch ausdrücken will. Ja, es ist für Aue schon echt bitter, auch bitter gelaufen. Wobei man auch dazu sagen muss, die haben einfach auch gespielt wie ein Absteiger. Also wenn man sich die Tore dann auch anschaut, da haben sie sich schon 3 irgendwo fast selber reingegurkt. Ja, wenn nicht sogar 4. Genau. Ja, wir haben es natürlich dann auch brutal gut zu Ende gespielt. Das muss man auch erstmal machen. Also man sieht es ja in anderen Vereinen, wie jetzt Werder Bremen zum Beispiel. Die haben auch genug Torchancen gehabt, wahrscheinlich für 2 Spiele und schaffen es halt nicht, das Ding unterzubringen. Und da sind wir wieder beim Podcast letzte Woche. Jetzt zählt halt irgendwo die Effektivität. Und wenn ich meine Dinger halt nicht reinmache, dann werde ich in der zweiten Liga halt auch schnell mal bestraft. Und dann sind es vielleicht diese Pünktchen, die am Ende über Aufstieg und Nichtaufstieg oder zwischen Direktaufstieg und Relegation entscheiden können. Und ja, da haben wir jetzt den Vorteil zu uns gezogen und jetzt haben wir noch 2 schwierige Spiele vor der Brust, aber eins ist auch sicher, wenn wir da 6 Punkte holen, dann steigen wir direkt auf, dann wäre mein Tipp vom 2. Platz richtig, ja. Wobei ja Schalke dann auch noch beide Male gewinnen müsste,
damit es, oder zumindest 4 Punkte holen, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit Darmstadt am Ende nicht sogar Meister wird in der zweiten Liga, was natürlich auch schön wäre. Das wäre natürlich schön, aber also wenn wir mal, wir gucken nachher nochmal genauer auf das Spiel in Düsseldorf, aber wenn wir schon mal zumindest das vorwegnehmen und mal nur auf den nächsten Spieltag blicken, also da haben wir auf jeden Fall mit Düsseldorf, boah, da haben wir wirklich, ja, dieses berühmte, wenn wir das Phrasenschwein jetzt schon mal rausholen, ey, wir haben das so fett gefüttert in der letzte Woche schon wieder, aber jetzt haben wir wirklich ein dickes Brett zu bohren in Düsseldorf und wenn man mal sieht, dann Schalke spielt gegen St. Pauli, die jetzt irgendwie 10 Corona-Fälle haben und Bremen spielt in Aue. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass die sich nochmal 6 Stück einschenken lassen, aber letztendlich glaube ich, dass Bremen das gewinnen wird. Also selbst wenn wir in Düsseldorf einen Punkt holen würden, ja, sind wir vielleicht dann in einer Position schon wieder, wo wir es nicht mehr so ganz selbst in der eigenen Hand haben, ne? Ja, auf dem Papier sieht der Spieltag, sage ich mal, außerhalb von unserem Spiel relativ deutlich in Anführungszeichen aus. Also ich gehe mal davon aus, dass Bremen das in Aue gewinnen wird und der HSV mit dem Lauf, den sie gerade haben, zu Hause auch Hannover besiegt. Bei Schalke, ja, St. Pauli hat eine gute Mannschaft. Jetzt muss man die Corona-Fälle dann abwarten. Ob es da möglich ist, irgendwie, dass da noch jemand zurückkommt diese Woche, weiß ich nicht, wie das da regularisch aussieht, ob es die Möglichkeit gibt, sich freitesten zu lassen vor dem Spiel, ja, weiß ich nicht. Ansonsten fahren die natürlich auch mit dem Handicap nach Gelsenkirchen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die zu Hause da auch zumindest einen Punkt holen, eher 3. Also wir sind schon in Anführungszeichen dann auch in der Pflicht, aus Düsseldorf was mitzubringen, wenn wir halt den zweiten Platz irgendwie versuchen, verteidigen zu wollen, dann ist schon fast eine Siegpflicht, gehe ich mal davon aus. Ja, man kann jetzt wirklich nur noch von Spiel zu Spiel denken und ich glaube, wir brauchen uns auch nicht verstecken. Also wir haben jetzt auch wieder sind in einen guten Lauf reingekommen, haben Selbstvertrauen. Natürlich ist Düsseldorf auch eine Mannschaft, die, glaube ich, unter Tune noch kein Spiel verloren hat. Also die wollen wahrscheinlich das auch nicht unbedingt noch mit einer Niederlage die Saison beenden oder die letzten 2 Spiele. Ja, ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, aber von denen hat man ja schon eine ganze Menge dieses Jahr und sehr, sehr viele haben wir davon erfolgreich gestaltet. Ja, das stimmt. Ja, auch wenn wir nochmal auf Aue zurückblicken, ne, die Tore, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Also wir haben uns ja wirklich in einen Rausch gespielt und auch die Stimmung am Böllenfalltor war ein Wahnsinn. Es war so intensiv. Da hat so viel gepasst an diesem Abend, angefangen mit dem 1-0 von Luca Pfeiffer. Das war ja auch zum einen super gemacht von ihm und zum anderen, das hast du eben auch schon angesprochen, diese haarsträubenden Fehler. Das gibt es ja nicht. Da stehen bei dem ersten Tor, wenn wir uns das nochmal in den Sinn rufen, ich glaube, da stehen 4 oder 5 Auer Spieler so wie so in einem Kreis im Prinzip um den Ball. Und ich glaube, es ist ja Tobi Kempe oder wer den erobert. Und gibt dann weiter auf Luca Pfeiffer und der macht den so fast wieder wie in der Hinrunde, möchte ich mal sagen, oder? Ja, das war ein überragendes Tor. Also ich sage dir ganz ehrlich, den machen wenige. Weil du hast 4 um dich rum, legst ihn dir mit rechts auf links und machst den dann so mit dem Innenspann in den Pfosten rein. Also der ist extrem schwer und ja, das sah so aus, wie wenn er die letzten Spiele 20 Tore geschossen hätte. Ja. Also so völlig abgeklärt und abgewichst. War echt ein total schönes Tor. Klar, geht ein kleiner Fehler voraus. Er rutscht, glaube ich, weg und Tobi klaut ihn dann. Aber was er danach macht gegen 4 Abwehrspieler, das ist schon erste Sahne. Und da das 100% zu verteidigen, ist auch schwierig, weil keiner rechnet irgendwie damit, dass er sich jetzt dann einmal vorlegt und dann mit links schießt. Also da glaubt jeder nochmal, dass er irgendwie ablegt, nach außen spielt oder irgendwie nach hinten abdreht. Von dem her war es überragend gemacht vom Luca. Und dann hat man schon gemerkt, weil es halt dann auch so schnell ging, da ist so ein Stecker gezogen worden. Also die hatten ja wirklich die Chance noch mit 3 Siegen an Dynamo irgendwie ranzukommen und zu hoffen. Aber das war nach dem 0-1 und vor allem dann natürlich nach 0-2 und 0-3 dann relativ schnell gegessen und dann kam auch nicht mehr viel Gegenwehr.
Und dann haben sie sich natürlich die Dinge auch teilweise selber eingeschenkt. Also wenn ich ans zweite Tor denke, ja. da kann ich den Ball nach außen klären oder besser klären, passiert da gar nichts. Auf der anderen Seite muss ich halt als Offensive auch diesen Druck aufbauen, dass so ein Fehler überhaupt erst entsteht. Also da waren wir natürlich auch super gallig und haben da genau das Richtige gemacht, einfach dran zu bleiben, weil man genau weiß, mit dem 2 und dem 3-0 ist das Ding dann auch wirklich gegessen. Also mit dem 1-0, da kann man sich noch nicht so ausruhen. Hat man jetzt öfters gesehen. Dann kann man ein blödes Ding irgendwie durchrutschen. Aber da es so schnell ging, war es vorbei. Ja, das stimmt. Ja, und da tue ich mir auch schwer, wirklich jetzt mal einen Spieler hervorzuheben. Das war, wen will man da nicht hervorheben, ist da, glaube ich, eher die Frage. Also wenn wir Brayden Manu sehen, der ist ja, das hast du ja auch schon häufiger gesagt, dass es dir an ihm so gefällt, dass der vor Energie so sprüht, ne? Und das war jetzt wieder so der Fall. Und diesmal war es ja auch noch effektiv und klasse. Allein dieses 3-0, wie der den dann da reinbolzt, ne? Das ist ja auch nicht leicht. Also klar, das war im Strafraum, aber den muss ja erstmal so treffen. Ja, dann trifft er optimal mit dem Spann und in einer Geschwindigkeit oder wie ein Strich ging der da ins lange Eck. Also der ist nicht einfach, der muss sich perfekt treffen, da hat er sich super konzentriert auf seinen Fuß. Das ist ja oft der Fehler, den viele machen, dass sie irgendwie versuchen, aufs Tor zu gucken und dann blind draufbalzen. Meistens ist das Geheimrezept, nur auf den Ball zu gucken, dass ich den optimal treffe, weil ich weiß ungefähr, in welche Richtung ich schießen will. Und in der Situation komme ich halt fast nur ins lange Eck. Und von dem her hat er ein überragendes Spiel gemacht. Also er ist ja immer so auf der Kante zwischen, sage ich mal, der richtigen Energie und Effektivität und dem Übertreten, dass er dann zu viel will. Ja. Und das hat dann an dem Abend aber mal wieder wunderbar zusammengepasst. Ja. Und er hat echt ein tolles Spiel gemacht. Aber wie du richtig sagst, da jetzt einen rauszupacken, ja, schwierig. Also für Lokomotive, Tim Skarke vielleicht noch. Ich meine, 2 Tore gemacht. Ja. Auch wieder ein Mördereinsatz. Wir haben schon beim Spiel auf St. Pauli ja gesagt, ne, was der da für einen Einsatz gezeigt hat, vorm 1-0 und so. Das war jetzt in dem ganzen Spiel auch wieder diese Dampflok. Das passt für dich immer so am besten. Diese Körpersprache und alles, ne, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Und wenn es dann noch so effektiv ist, also was willst du mehr? Ja, an so einem Abend in der zweiten Liga ist natürlich 6-0 ein extremes Ergebnis. Also mit dem rechnet natürlich vorher keiner. Ja. Kann man auch nicht rechnen. Man erhofft sich und erwünscht sich das, dass es reibungslos geht, so wie es im Prinzip auch gelaufen ist. Aber 6-0 ist schon ein hartes Ergebnis und da muss schon viel zusammenkommen. Und das Schöne ist im Fußball, manchmal auch das Traurige für den Gegner dann, wenn es dann mal läuft, dann hat man so viel Selbstvertrauen, dann macht man die Dinge einfach. Und dann gibt man Gas, weil man Bock hat, weil man Gaudi hat und weil es einfach richtig Spaß macht, an so einem Abend zu spielen. Dann noch ein Abendspiel, Flutlicht am Böllenfalltor, geile Stimmung. Und wenn es dann mal läuft, dann gelingt einem auch viel und dem Gegner meistens nichts mehr. Und genau so einen Abend haben wir erwischt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das jetzt einfach nur als 3 Punkte und schön, dass wir noch was für unser Torverhältnis getan haben, in den Ordner legen. Und das nicht jetzt als absoluten Maßstab nehmen. Also man muss einfach jetzt einen grünen Haken dahinter machen, Hausaufgaben erledigt. Und jetzt kommt die nächste Hausaufgabe, die wird mit Sicherheit ein bisschen schwieriger. Aber auch da gilt einfach das Ding seriös annehmen und Gas geben, alles raushauen. Und dann haben wir es schon oft leider gesehen, dass Kleinigkeiten solche Spiele in die eine oder andere Richtung treiben. Und da hoffen wir mal, dass uns das Quäntchen Glück, was wir brauchen, dann hold bleibt die letzten 2 Spiele. Ja, ja. In der Halbzeit haben wir auch noch was Tolles erlebt, nämlich Serdar Dursun war zu Gast. Der hat einen Tag vorher noch gespielt für Fenerbahce Istanbul. Und ja, der Nima, der Chef vom Shiraz, das ist ja ein sehr guter Freund von Serdar, sogar der Patenonkel seines Kindes. Und der hat ihn in Istanbul besucht und hat das Ganze dann so ein bisschen mit initiiert, ne? Weil ich glaube, der Serdar ist auch einfach so jemand, der ist dann, der wäre bestimmt zum Spiel gekommen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt gesagt hätte, ey, jetzt verabschiede mich mal, ja, weil wir es nicht machen konnten während Corona.
Ja, und so kam das Ganze dann so ein bisschen, dass der Verein überhaupt wusste, ja, dass der Serdar da ist. Ja, und so kam das dann, dass wir die Möglichkeit hatten, ihn wirklich gebührend zu verabschieden. Ich habe dann auch vorm Spiel noch gesagt, Leute, wäre doch schön, bleibt mal in der Halbzeit da, holt euer Bier davor oder danach, weil wir einen Gast haben, dem wir wirklich viel zu verdanken haben und den wir jetzt mal zusammen verabschieden dann in der Halbzeit, Serdar. Und das war ein Triumphzug, Toni. Das war so, 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 so schön. Ja, allein schon, er ist dann unten entlang gegangen, an der Gegengerade, haben die Leute ihn schon gesehen. Und dann auf dem Feld, unser Präsident Rüdiger Fritsch, der hat dann so schöne Worte auch, also passende Worte gefunden, finde ich, unten aufs Feld gegangen und ja, dann noch vor der Kurve gefeiert und verabschiedet. Das war mega. Und ich war dann auch noch mit unten, habe ihn auch noch mal geherzt und so. Und der hat so feuchte Augen gehabt, Toni, wirklich. Das hat ihn total ergriffen. Und das hat mir wieder gezeigt, so was das für ein feiner Kerl ist, weißt du, weil ja, jetzt ne, Nationalspieler, Fenerbahce und so, aber das bedeutet dem so viel, Darmstadt. Da hat er auch so schön gesagt dann, ich bin einer von euch, ich bin eine Lilie und so. Also der war völlig platt da unten. Das war ganz toll. Ja, das glaube ich, ist auch ein unfassbarer Moment, wenn man so viel geleistet hat, auch für diesen Verein und sich dann nochmal, weil es vorher nicht funktioniert hat, diesen Abschied vor vollem Haus, sage ich mal, in dem Rahmen, wie es möglich ist, dann abholt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass einem da die Gänsehaut am ganzen Körper kommt und vor allem die Augen ein bisschen, ja, mit Pipi voll sind, so möchte ich es mal sagen. Ja, es ist schon was Besonderes. Ich glaube, das haben auch beide Seiten verdient, einfach. Und dass das Ergebnis dann an diesem Tag und zur Halbzeit schon 4-0, das hat natürlich dann alles zusammengepasst. Und dann trägt es natürlich noch zur guten Laune und zur guten Stimmung bei. Und ja, das haben wir uns, glaube ich, alle zusammen verdient. Ja, sehr, sehr schön ausgedrückt, Toni. Genauso ist es einfach. Und ich meine, in seiner dritten Saison war er dann Torschützenkönig, ne, mit 27 Toren. Das muss man sich mal überlegen, ne? Was das für eine Leistung ist. Also immer wieder. Und auch wie oft in seinen 3 Jahren bei uns er das 1-0 gemacht hat, ne? Das ist ja auch mal, das sagt ja schon auch immer was aus, ne? Dass, wenn dann so Spiele auf der Kippe stehen. Und du dann das 1-0 machst, wie häufig er das gemacht hat und dann Spieler auch in unsere Richtung lenken konnte damit. Also wir haben ihm wirklich extrem viel zu verdanken und einfach ein ganz, ganz toller Moment. Und jetzt, ich meine, Nationalspieler, ist auch noch geworden, sein Traum, ja. Ich glaube, vier Spiele, 3 Tore hat er mittlerweile. Also ganz, Ja, ich, ganz toll. also ich weiß auch nicht, was da die letzten Jahre passiert ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir in Darmstadt jetzt immer mehr Nationalspieler formen. Ja. Bin mal gespannt, wer aus der aktuellen Truppe vielleicht ja, in 1, 2, 3 Jahren mal irgendwo schnuppern darf. Ja, ich meine, mit unserem Clemens Riedel, da sind wir ja schon mal gut dabei mit der U19. Also mal sehen, ob er auch den Schritt in die U21 dann schafft. Dann, also, wir beide sind ja große, große Fans von ihm. Hat er ja jetzt auch wirklich sehr, sehr gute Anlagen gezeigt. Ich glaube, wir waren beide ja so erstaunt, wie abgeklärt der gespielt hat für sein Alter. Also dem drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Aber Toni, wenn wir jetzt hier schon sind, wenn wir bei Nationalspielern so ganz, ganz, ganz oben sind, ich meine, unser Ehrenspielführer, der sich nicht zu schade beim VfR Heilbronn jetzt nochmal zu kicken. Wusstest du das oder hat dich das genauso überrascht? Ich habe es tatsächlich auch in der Zeitung gelesen. Das Witzige ist ja, dass der VfR Heilbronn mein Jugendverein Ja, ist. Und da habe ich ja meine deswegen. komplette Jugend ab der D-Jugend bis zur A-Jugend verbracht. Ja. Und ich war schon kurz überrascht. Und wenn ich richtig informiert bin, weiß ich nicht, wie es ausging, aber er hat es 1-0 geköpft. Ich glaube, der hat 2-1 gewonnen und der hat es 1-0 geköpft. Das ist so geil. Also, Aitaç Sulu, ey. Überragend. Also, auf dem Foto, also ist da logisch, dass er jetzt nicht ganz so austrainiert mehr ist wie früher, aber er ist immer noch in Shape. Ich glaube, so einen ganz kleinen Bauansatz hat man gesehen, aber das ist ja auch völlig, völlig normal. Weil da muss ich dir widersprechen, den Bauchansatz hat er ja früher schon gehabt, zu Darmstädter Zeiten. Das sagst du jetzt auch nur, weil er weit weg ist.
Nee, das weiß der auch. Also das würde ich ihm auch ins Gesicht sagen, weil ich habe mir schon öfters mal eine von ihm eingefangen und auf die eine oder andere kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Dann okay, dann ist der Bauch vielleicht noch ein Stück größer, als er zu eurer Zeit war, ja? Ja, aber er ist noch absolut fit. Also so. Das muss man ja sagen. Der ist ja hier U23 Co-Trainer von Hoffenheim aktuell und da ist er mit Sicherheit auch immer dabei, wenn es mal um ein Läufchen geht oder mal nochmal die Schuhe anziehen und vielleicht mal ein bisschen im 5 gegen 2 mitspielen oder vielleicht mal so eine Mannschaft aufzufüllen. Ja. Reiter, der ist noch richtig fit, der hat es noch drauf, der kann da noch kicken, der könnte auch noch ein bisschen höher spielen. Ja, absolut. Aber wie geil, also ich muss das gar nicht gesehen haben. Mit Sicherheit war das eine Ecke, der steigt hoch in seiner unnachahmlichen Manier und setzt den irgendwo oben in den Knick. Also ich muss das gar nicht gesehen haben, ich kann es mir einfach vorstellen, weil das war ja immer seine Stärke, zum einen dieses grandiose Stellungsspiel, sowohl dann eben defensiv logischerweise in seinem Metier, als dann aber auch offensiv, und dann hat er eine gute Sprungkraft gehabt und einfach diesen Willen und dieses Durchsetzungsvermögen. Ja, absolut, also es muss ein Eckball oder ein Freistoß gewesen sein, weil ansonsten glaube ich nicht, dass er während dem Spiel da komplett über den Platz läuft, um das Ding da vorne reinzunicken. Das wäre aber auch mal ein Statement, oder? Das wäre auch mal eine Ansage. Da kommt er halt nie mehr zurück dann, wenn das Spiel wieder auf die andere Seite geht. Genau. Nee, aber Spaß beiseite. Das ist seine Qualität, die er immer mitgebracht hat. Also diesen unbändigen Willen, dieses Timing, das Kopfballspiel und hinten natürlich auch solide stehen, im Zweikampf eklig und ein gutes Auge zu haben. Und das hat sich ja im Laufe der Zeit nie verschlechtert, sondern eher immer weiter verbessert. Und ich glaube, in so einer Liga ist es für einen Eye-Touch manchmal bestimmt auch schwierig, seine Nebenmänner zu dirigieren, vor allem, wenn ich nicht das ganze Jahr mit denen zusammen trainiere oder eine Vorbereitung habe. Ja. Deswegen ist es auch eine große Herausforderung und für ihn mit Sicherheit auch eine schwierige Situation gewesen, weil er einfach auch neu in den Trupp bekommt. Und da ist es auch mit Eye-Touch seinen, sag ich mal, sprachlichen Qualitäten und Führungsqualitäten dennoch eine Herausforderung. Und da hat er bestimmt auch 3 Kreuze gemacht abends, wo das Ding dann 2-1 ausging und er noch das 1-0 köpft. Das ist natürlich ein Top-Einstand. Und ich glaube, er hat sich's auch so erhofft. Aber davon ausgehen, dass es immer so läuft, kann man natürlich nicht. Deswegen bin ich happy und freue mich für einen Eye-Touch, dass es so gut gelungen ist. Sehr gut. Wenn wir hier schon bei den alten Zeiten irgendwo sind. Sag mal, wie gut bist du eigentlich im Ball hochhalten? Matthias Sammer, oder? Wie gut bist du eigentlich im Tennisball hochhalten? Mir ist da sowas zu Ohren gekommen. Ja, ich war da früher richtig gut. Jetzt habe ich so ein bisschen abgebaut. Aber es war auch beim Sandro in seinem kleinen Büro. Der hat so ein Büro, das ist so einen halben Quadratmeter groß. Also bevor ich den Ball am Fuß hatte, ist er jedes Mal gegen die 4 Wände da geklatscht. Also es war unglaublich schwierig in der Wäschekammer. Aber Spaß beiseite, also im Jonglieren war ich noch nie der Stärkste. Und ein Tennisball ist halt auch für mich irgendwie zu klein dann. Also ich habe mich da nicht mit Ruhm bekleckert. Das hat er erzählt, ja? Weil ich habe mit ihm eine Lilien Inside-Folge aufgezeichnet. Und natürlich konnte er dir, du kannst dir jetzt vorstellen, dass er sich die Spitze nicht verkneifen konnte, dass du, ich glaube, 11-mal... Korrigier mich, wenn es. Und nee, er hat irgendwie. Und seine. Genau, und bei ihm waren es 80. Also. Ja, nicht an dem Tag, sondern er hat da wahrscheinlich 3 Jahre trainiert. Und zeigt auch, wie der Mann da arbeitet, im Übrigen, wenn der so genau viel Zeit richtig dafür hatte. Deswegen hat er da wahrscheinlich auch 80 geschafft. Aber ich gebe es zu, ich würde die 80 wahrscheinlich nie schaffen. Also kann ich 3 Jahre trainieren. Da würde ich die 80 nicht packen. Ja. Ich bin einfach technisch nicht so beschlagen und deswegen sind meine 11 in Ordnung, weil an der Tafel war noch jemand, der hatte weniger als 11 und dann war ich zufrieden. Sehr gut, okay. Dann haben wir das auch abgehakt. Jedenfalls freut euch auf die Lilien Inside-Folge, Leute. Die kommt jetzt im Laufe der Woche. Mit Sandro, ihr wisst ja, ich meine, der war jetzt ja auch schon oft genug hier mit bei uns und wird es auch bald wieder sein, mit Sicherheit. Es ist einfach, man muss ihn einfach fast schon knutschen. Man muss ihn einfach gern haben. Und da ähnelt ihr euch beide. Ihr könnt auch mal, sagen wir mal, freche Dinge sagen, man kann es euch nicht übel nehmen. Das stimmt. Aber da muss ich ja natürlich jetzt auch noch eine Spitze setzen, weil wir hatten es ja vorhin über den kleinen Bauchansatz von Eye-Touch. So. Und ich glaube, dass der Sandro beim Jonglieren mindestens 5, 6, 7 Tennisbälle verschluckt hat vor Ärger, weil sein Bauchansatz ist noch ein bisschen größer.
Da hat er aber beim Dreh tatsächlich auch selbst Witze drüber gemacht. Hat gemeint, Colin, guck mal, ich streck mal raus. Gut, dass die Jacke drüber war, sag ich mal so. Ach, sage ich allen gegönnt. Ihr habt in eurer Profikarriere auf so viel verzichtet, dann kann man jetzt auch mal sich eine Pizza oder was auch immer, ein Bier mehr gönnen. Also alles gut. Vor allem, er ist ja auch Papa. Und ich meine, was erzähle ich dir? Also da gibt es halt auch manchmal wichtigere Dinge, als irgendwie eine Runde laufen zu gehen oder so. Dann hat man da einfach vielleicht nicht die Zeit für, wie früher. Absolut. Und wenn wir unsere Zuschauer und auch Zuhörer, besser gesagt, mal mitnehmen, es ist 22:37 bei uns auf der Glocke. Ja. Und ich habe noch nicht Abend gegessen. Also ihr wisst, woher mein Bauch kommt. So. Da sind wir wieder beim Bier-Sixpack statt des Sixpacks am Papa. Ah ja, hier, wir sind schon mitten in der Kult-Kicker-Zeit, würde ich sagen, Toni. Ich bin gespannt, wenn du da jetzt ausgepackt hast. Collins Kult-Kicker. Ja, du kannst auch sehr gespannt sein, weil das ist wirklich ein absoluter Klassiker, den ich hier heute ausgepackt habe. Wie oft haben wir das schon gesagt, aber heute steht es nochmal ein Müh mehr als sonst. Also, der Typ ist eine absolute Legende aus dem Pott, Toni. Das schon mal als ersten Hinweis, okay? Darf ich schon mal tippen, oder? Nee, wenn du... Lass mich erst mal... Okay. Lass mich erst mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, absolute Pott-Legende, der Typ. Und ja, ist tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen länger aus dem Profifußball raus. Der hat in den 80ern, in den 90, also Ende 80er, in den kompletten 90ern logischerweise und dann so bis ja, Mitte 2000er hat er gespielt in der zweiten Liga, war eigentlich immer im Pott unterwegs, außer also ein Ausflug mal ins Saarland, da hat er nämlich Anfang der 90er mal in Homburg gespielt und sonst für Essen, für Gütersloh, für Aachen und für Schalke 2 und hin raus nochmal in Bottrop. Da kommt er auch her und das ist absoluter geiler Typ, der ist jetzt auch nicht so groß, 1,66, mittlerweile ist er 53, ja und Toni, ich glaube, wenn ich das jetzt sage, dann weißt du es wahrscheinlich oder viele andere auch, aber ich sage es einfach mal, er ist mit 508 Einsätzen der Rekord-Zweitligaspieler, er hat aber noch nie ein Erstligaspiel bestritten, weißt du es? Also ich glaube, ich habe es von Anfang an gewusst, als du Legende aus dem Pott gesagt hast. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich würde jetzt auf Willy Landgraf gehen. Ja, genau. Ja. Ey, ohne Spaß. Ich hätte ja die schnellste Auflösung in der Kultkicker-Serie sofort sagen können. Weil, ey, wo du das gesagt hast, Legende aus dem Pott, da ist mir direkt Willy Landgraf gekommen. Da hat mir nur noch gefehlt, dass du einmal Alemannia Aachen aufzählst und dann... So, Hut ab, aber klar, ich meine, Rekordspieler, ne, das ist natürlich, das hat er sich verdient und Toni, ich fand den schon damals so genial, also als der dann mit Aachen, das ist ja das Tolle, die sind ja in den UEFA Cup gekommen, weil sie im DFB-Pokalfinale standen und da hat er dann quasi mit seinen gefühlt 44 nochmal UEFA Cup gespielt, 6 Spiele und sogar eine Vorlage gegeben und das Geniale ist, der hat in seiner Karriere logischerweise so viele gelbe Karten bekommen und er hält auch mit 9 Platzverweisen in der zweiten Liga zusammen mit Rüdiger Rehm den Rekord an Hinausstellungen. Willi! Genau. Und jetzt ist auch, ich habe noch ein wunderbares Zitat tatsächlich gefunden. Auf die Frage, ja, ob er, also er musste dann als Profifußballer, ich nehme mal an, das war auch mehr so zum Ende seiner Karriere hin, vielleicht in Aachen oder so, musste er Step-Aerobic-Training machen. Und auf die Frage, ob er sowas vorher schon mal gemacht hat, kam die Antwort, Jung, ich komme aus Bottrop, da wirst du getötet, wenn du das in der Muckibude machst. Ja, das passt zum Willi, herrlich. Oh, geil, ey. Und geil, weiteres ey. Zitat.
auf die Frage, warum er denn eigentlich nie in der ersten Bundesliga gespielt hat, oder ist eigentlich falsch, warum er nie in der Bundesliga gespielt habe. Um ehrlich zu sein, ich hatte nie ein Angebot. Das ist ehrlich, das ist ehrlich. Ja. Aber Wahnsinn. Also, wie viele Zweitligaspiele hat er gemacht? 508. 508 Zweitligaspiele ist halt schon enorm. Also, ja. Wahnsinn. Ja, vor allem Tobi Kempe steht aktuell bei 302. Und das ist ja auch schon unfassbar. Ja. Der ist jetzt halt 32. Und jetzt bei allem Respekt vom Tobi, ich glaube nicht, dass, also die 508 wird er nicht mehr packen, glaube ich. Nee, auf jeden Fall nicht, vor allem, weil er nächstes Jahr wieder Bundesliga spielt. Jo, den habe ich doch gewartet in dem Moment. Auf den habe ich gewartet. Jawohl. Ja, aber guck mal, ne, wenn man sich das jetzt mal überlegt, Tobi ist ja auch ein unfassbar toller Spieler. Klar, für Lilien ja ein paar Erstligaspiele gemacht. Aber sonst war der ja sau viel in der zweiten Liga unterwegs in seiner Karriere. Und ist jetzt mit 32, steht er bei 302, was schon eine unglaubliche Leistung ist. Und dieser Willi Landgraf hat einfach mal 508. Das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das heute noch möglich ist. Also ich glaube, das sind so Rekorde für die Ewigkeit. Wahrscheinlich. Weil es doch heute auch mal schneller nach oben oder nach unten geht. Ja. So diese, ja, sagen wir mal, diese Vereinstreue, die er dann auch an den Tag gelegt hat und in der zweiten Liga dann teilweise wahrscheinlich auch hin und her gewechselt ist. Ja. Das ist schon schwierig, das heute noch so hinzubekommen. Ja, das stimmt. Wobei wir da mit dem Tobi und auch mit dem Fabi natürlich auch tolle Leute dabei haben, die wirklich auch uns lange die Treue halten. Aber Toni, das will ich hier nochmal sagen, der ist ja dann, habe ich eben schon erwähnt, der Willi Landgraf ist dann, hatte auch bei Schalke 2 nochmal gespielt gehabt, bevor er dann da beim VfL Bottrop da nochmal Spielertrainer war. Und dann ist der bei Schalke in den U-Mannschaften-Trainerstab gewechselt. War U13, U15, U16 Trainer und ist aktuell Co-Trainer der U23. Und wie gesagt, der ist jetzt schon über 50. Und Leute, guckt einfach mal auf schalke04.de. Willi Landgraf, dieses Foto ist überragend von ihm, was da drin ist. Hat er so ein Schalke-Polo-Shirt an und guckt wie so ein Honigkuchenpferd. So ein bisschen Bäckchen hat er gekriegt. Das ist echt geil. Und wenn wir schon bei Schalke sind, Toni, hast du dieses Interview gesehen mit Simon Terodde? Nee, habe ich tatsächlich verpasst. Ey, warte mal. Ich glaube, ich habe das hier als als Sounddatei. Der hat nach dem Sieg in Sandhausen hat er bei Sky ein Interview geben müssen. Und ich glaube wirklich, die meisten von euch haben es schon gesehen oder gehört. Aber der kleine Teil. Der von euch, der das jetzt noch nicht gehört hat, Leute, das ist unfassbar. Moment mal, ich muss mal gucken, ob ich das hier habe. Die Stimme ist weg. Das hört sich an, als ob den jemand synchronisiert hätte. Weißt du, so wie diese Run-Funny-Dubbings von früher. Ja, die waren auch sensationell. Das war sensationell. Ja. Ja, wenn du nicht wüsstest, dass es Simon Terodde ist, würde ich sagen, das ist jemand anderes. Ey. Er hat so geredet. Ich hab keine Stimme mehr. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Die sollen feiern. Also das herrlich, herrlich. Das hat ein Kumpel mitgezeichnet, das Video. Ich hab gar nicht reagieren können. Ich saß hier und ich habe Tränen gelacht, weil es so lustig war. Gebt bei YouTube Simon Terodde, Schalke, Sandhausen Interview ein. Ihr findet das sofort. Das ist göttlich. Das ist wirklich, das ist jetzt schon ein Klassiker, ey. Aber da sieht man doch mal, wie aufregend und wie verrückt Fußball ist, dass man dann sich so freut und so einen Stimmverlust hat, wenn man in Sandhausen gewinnt. Ja, absolut. Das ist auch ein großes Lob an SV Sandhausen, ja. Was die für eine bärenstarke Rückrunde gespielt haben und tatsächlich jedem von da oben Punkte geklaut haben. Ja. Und
Ich habe ja auch, glaube ich, sogar hier letzte Woche gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass Schalke dort nicht gewinnt. Ja. Habe ich mich getäuscht, einmal mehr dieses Jahr. Aber ja, da sieht man mal, wie schwierig das dort ist und wie man sich dann auch freut, wenn man dort 3 Punkte holt. Ja, das stimmt. Wir freuen uns auch, wenn wir in Düsseldorf 3 Punkte holen. Alter Vater. Also seit Daniel Thun da Trainer ist, haben die einfach noch nicht verloren. Ich glaube, das sind 9 Spiele, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und der hat was mit dieser Mannschaft gemacht. Also wir haben ja auch schon mehrfach gesagt gehabt, Toni, gerade beim Hinspiel, da haben wir auch seit langem damals mal wieder verloren gehabt. Und da haben wir noch vor dem hier Rufen Hennings gewarnt und so weiter. Und da hast du, glaube ich, noch gesagt, hätten wir mal unser Maul gehalten, auf Deutsch gesagt, und den nicht so groß geredet. Und ich glaube, da war der Sandro mit dabei bei der Folge. Und auch nochmal aus deiner Ex-Spieler- und Profisicht, ja, in dieser Situation, wenn man jetzt weiß, okay, wir treffen am Wochenende auf eine Mannschaft, die hat jetzt 9 Spiele lang nicht verloren, offensichtlich hat der Trainer die komplett richtigen Knöpfe gedrückt, da läuft es gerade. Scheiße, wie schaffen wir das, dagegen zu halten? Ist man dann einfach so, wir ziehen unseren Stiefel durch, oder guckt man doch schon irgendwie nochmal, dass man den anders den Zahn zieht? Nee, tatsächlich ist es den Jungs von Darmstadt 100% scheißegal, wie viele Spiele die jetzt vorher nicht verloren haben oder gewonnen haben, weil in der Situation musst du nur auf dich gucken. Also wir können ja jetzt schon mal schöne Parallelen ziehen zu unserer Situation damals. Wir hatten, glaube ich, Spiel entführt. Zeitpunkt 56 Punkte und hatten dann das Spiel in Fürth und haben dort verloren, auch zu Recht verloren. Nur wir hatten halt damals gegen Greuther Fürth gespielt und die waren mehr oder weniger vom Abstieg bedroht. Also die haben diese 3 Punkte unbedingt gebraucht. Und das finde ich immer so ein kleiner Vorteil, auch wenn es wirklich nur ein kleiner ist in der zweiten Liga. Die sind durch, die sind, haben natürlich auch Selbstvertrauen, aber die werden niemals 100% alles riskieren. Also da kenne ich den Fußball zu gut. Man gibt alles, aber man würde nie 100% alles riskieren. Das heißt, wenn wir da so auftreten wie gegen Aue und von Anfang an Vollgas geben, denen wehtun, ins Pressing gehen und auch mal den einen oder anderen Stollenabdruck vielleicht auf dem Fußzeh hinterlassen, ja, dann haben wir die relativ schnell gebrochen. Da bin ich von überzeugt. Also deswegen gucken, oder ist es wichtig, auch nur auf uns zu gucken und zu schauen, dass wir wirklich 100% auf den Platz bringen und diese Galligkeit und Ekligkeit, die wir können, dass wir die dort sofort zeigen. Und dann wird es eine Situation geben, wo die dann wahrscheinlich nicht so wegbrechen wie Aue, aber zumindest auch keine Lust haben, sich jetzt noch großartig zu verletzen. Ja, ja. Also mir macht das Ganze ja Mut, auch jetzt hier am Ende nochmal das Phrasenschwein vorzuziehen. Also je länger so eine Serie hält, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sie reißt. Das ist so eine Binsenweisheit, aber es stimmt doch einfach. Und also mir gibt das eher ein gutes Gefühl, dass sie jetzt so lange nicht verloren haben, weil also irgendwann sind die halt auch mal wieder fällig. Und wir kommen jetzt mit so einer breiten Brust. Wir haben noch was zu erreichen, was Großes. Und ich bin mega gespannt. Wir haben jetzt ja auch schon über 4.000 Gästekarten weggehabt. Ich glaube, gestern. Und also mit Glück, da machen wir hier auch nochmal den Aufruf. Ja, bitte diejenigen an euch, ey, baut Überstunden ab oder was auch immer. Kommt irgendwie nach Düsseldorf. Wir brauchen jeden Mann, jede Stimme. Und wenn wir damit 5.000, 6.000, 7.000 vielleicht da auflaufen würden, das wäre halt grandios. Schauen wir mal. Und auch da aus deiner Sicht, ich meine, dass, wenn das ein Team weiß, dass da so viele mitkommen, das beflügelt doch auch nochmal zusätzlich. Absolut. Also die Stimmung ist natürlich immer ein Treiber und vor allem in Darmstadt, wenn man weiß, das Publikum steht hinter einem und das spüren die Jungs ja auch und das macht es ja auch aus irgendwie am Böllenfalltor und auch auswärts, dass die Begeisterung so groß ist und immer eine große Zahl an Fans dabei ist. Das pusht einen auf jeden Fall, vor allem in Situationen, wo es dann mal 50-50 ist. Dann braucht man den Rückhalt und dann zieht man daraus Kraft. Also so habe ich es zumindest immer gemacht und geschafft.
Und ich glaube, die Jungs und die Charaktere in der Truppe sind ähnlich. Da haben wir viele Spieler dabei, die ziehen daraus absolut ihre Energie und geben da nochmal die paar Prozent mehr, die sie vielleicht bei 3 Zuschauer leider nicht rauskriegen. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich kenne da so jemanden im Tor, den sowas unglaublich pusht. Absolut, absolut. Ja. Nee, aber ich glaube, der Schuh ist auch so einer, der zieht auch mega viel Kraft aus gegnerischen Fans. Also ich glaube, der braucht einfach nur ein volles Stadion, am besten von beiden Seiten richtig Druck, dann ist er bereit, alles zu investieren. Aber wirklich. Gut, Toni, was gibt's? Welches Ergebnis tippst du? Also klar, ich brauche jetzt nicht nochmal erwähnen, dass es ein schwieriges Auswärtsspiel ist und dass wir einen Lauf haben und weiß der Geier, das wissen wir jetzt ja alle schon. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir so stabil sind und dass wir uns das Selbstvertrauen zurückgeholt haben und uns diese Situation erkämpft haben. Und ich bin 100% sicher, dass wir da mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Und deswegen tippe ich, dass wir dort 3-1 gewinnen werden. Und weißt du was? Ich sag, wir gewinnen da. Ja, eigentlich ursprünglich wollte ich sagen, ich schließe mich an dem 3-1, aber ich habe mich doch für einen kurzen Moment umentschieden. Nee, ich sag, hat Düsseldorf schon gut drauf. Ich sag, wir gewinnen da 4-2. Punkt. Aber natürlich gewinnen wir das. Keine Frage, Mann. Natürlich. Auf. Klar. Ja? Also. Nee, es riecht schon nach Auswärtssieg. Riecht schon. In diesem Sinne, Leute, jeder bitte nach Düsseldorf, okay? Und am besten in den Oberrang, ihr habt es ja gehört, und auch im Trikot, ja, am besten im Oberrang sammeln, da kann man nochmal ein bisschen besser Stimmung machen und jeder im Trikot, okay? Und vor allem muss man eins auch noch wissen, und das darf man nicht vergessen, wir können am Freitag beziehungsweise am Wochenende schon aufsteigen. Also, das ist eigentlich das Allerbekloppteste. Ja, das ist das Schöne halt dann auch am Freitagabend. Dann können wir schön Druck aufbauen. Ja. Die anderen Mannschaften. Und ich hab ein gutes Gefühl. Es ist zwar schöner, zu Hause aufzusteigen, habe ich auch erlebt, gegen St. Pauli zu Hause. Aber so eine Auswärtsfahrt oder so eine Heimfahrt, gut, da wird noch nicht viel Bier fließen, weil am Freitagabend ist nichts entschieden. Ja. Aber mit einem Dreier im Sack, da kann man schon entspannt nach Hause fahren und sich am Wochenende aufs Sofa legen und ja, hoffen, dass es vielleicht auch so reicht. Definitiv. Leute, ich habe richtig Bock, Toni, wenn wir jetzt da so drüber reden. Also, ich bin sehr gespannt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ist ja schon Freitag 18:30 Uhr, ja. Und bis dahin, wir kriegen die Zeit schon zusammen rum. Also, macht's gut. Schöne Woche. Schöne Woche. Macht's gut. Und eins muss ich heute natürlich sagen, bis Baldrian und Schüsseldorf. Diesmal schließe ich mich an. Kein Tschaußen, sondern Schüsseldorf. Ciao.